Moin moin meine Freunde, willkommen zurück zu Portal Knights mit Onkel und Nero. Servus! Ja, grüezi alle miteinander. Ja, wir sind im Portal hier durchgegangen, kämpfen fleißig gegen die ganzen Gegner hier. Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt dann ein bisschen was Besseres herstellen. Okay, ich habe hier noch Kupfer gefunden. Sehr gut. Oh, jetzt hauen sie ab. Ah ja, ab einer gewissen Uhrzeit hauen sie ab. Die Vermutung lag, ne? Oh, das ist sehr gut. Okay. Da können wir unsere Werkbank aufrüsten. Da können wir nämlich bessere Sachen bauen. Ich komme. Ach so, er macht einfach eine Treppe. Klar, ich wollte was abbauen und er macht eine Treppe hin. Okay, machen wir's so. Oh, auch wieder viel Kupfer hier. Jetzt wissen wir wenigstens, wie Kupfer alles aussieht. Das ist sehr gut. Oh, jede Menge Kupfer. Oh, da hinten ist ein komischer Oger. Und wieder Kupfer haben, Leute. Oh. Tot? Tot. Die Made. Oh ja, da können wir auf jeden Fall ein paar richtig schöne Sachen herstellen. Riesenader. Okay, ich werde mal. So. Ja, ich baue das jetzt hier noch ab und dann werde ich zurückreisen. Wir müssen immer dran denken, hier haben wir auch noch ein Portal, wo wir weiter können. Oh, hier ist noch mehr solche Steine. Ich glaube, das lassen wir mal noch liegen. Wir könnten quasi ja auch eigentlich hier unsere nächste Station bauen, ne? Das wäre ja auch möglich. Aber dann kommen wir ja nie weiter. Portal für Portal. Und du verstehst, was ich meine. Ja. Du fühlst, wie ich denke. Also fangen wir ja immer wieder von vorne an. Und ich weiß kann nicht, man, muss man nicht. Wir können ja erstmal ein Stück zurückreisen und wenn es uns dann vielleicht auf den Sack geht mit dem Zurückreisen, können wir ja an uns dann immer noch was bauen. In dem Portal, wo wir gerade sind. Klingt nach einem Plan. Weil, oh, es geht hier schon wieder unten drunter weiter. Oh, ich habe wieder einen Portalstein gefunden. Von mir bin ich mal gespannt, was diese gelben und blauen noch zu bedeuten haben. Na, wow. Du hässliche Marder, ey. Boah, ich habe gerade richtig viel, aber mein Werkzeug ist im Arsch. Ja, ich habe auch einiges Zeug voll. So, sehr schön. Na gut, wenn es danach geht, glaube ich, kommen wir hier niemals weg. Okay. Sehr schön. Gut. Nach Hause zurückreisen. Wie gesagt, hier unten ist ja. Wie sieht's denn hier? Ich bottle das mal weg. Ich gucke mir das mal unten an. Halt. Gut. Ich reise mal zurück. Oh, wir reisen dann zusammen zurück. Also wir können nicht immer unabhängig. Zack. Ich werd mitgerissen. Mhm. Also sind wir quasi miteinander verbunden. Ah ja. Gut zu wissen. Und da sind wir auf den friedlichen Hügeln. Hügeln. Ja. Ach, wie idyllisch, hä? Huh? Sehr schön. Mhm. Traumhaft. Wunderschön. So. Ich hab's wieder elegant gesagt. Gucken wir mal, ob wir hier die Werkbank. Ah, da fehlt uns jetzt wieder Holz. Mhm. Ah. So, blauer Portalstein. Ich würde aber sagen, wir holen das Holz von woanders, nicht gerade von uns. Schön. Für unsere Umgebung nicht unbedingt zerstören. Nee, das ist richtig. Genau.
Genau, das Holz, das Holz. Obwohl ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe am Anfang mit der Kamera, mit der Übersicht und so. Oh. Aber es geht eigentlich. Geht, ne? Ja, komm ich klar. Komm ich gut klar jetzt. Gut, ich hoffe, dass man bald mal die Tastenbelegung ändern kann, weil ich mag einfach dieses Inventar eher auf. Huch? I. Eher also ich mag es auf I. Ich hab's auf Tabulator überall. Weil ah, da komm ich okay. Komm ich gleich mit dem kleinen Finger ran, weißt du? Ja. So, okay, jetzt habe ich mal noch Holz geholt. Jetzt komme ich wieder. Holzscheite. So, gucken wir mal, was wir mit der Werkbank jetzt anstellen können. Zack. Und wir werden sie aufrüsten. Badababam. Ui. Sieht genauso aus wie vorher. Genau so wie vorher, genau. Was haben wir denn jetzt hier? Blauer Portalstelle. Ich kann schon wieder blaue Portalstelle machen. Ich werde die einfach mal herstellen. Hallo? Hallo? Achso, ja. Ah, wir können jetzt, was? Wir können jetzt eine Bergbaukralle machen. Bohrer können wir herstellen. Was ist eine Bergbaukralle? Ich habe keine Ahnung. Das ist hervorragend. Was ich aber gerne möchte, ist... Schleifstein, scheiße, ich brauche dazu Steine. Oh, jetzt können wir der Qualität 5, jetzt können wir uns auch bessere Rüstung basteln. Das klingt gut. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal eine Kiste craften, dass wir die ganzen... Ich bin gerade am überlegen, wo es Kisten gibt. Ne, ich bin gerade am suchen, wo es gibt hier... Truhe, da brauchen wir 2 Kupfer jetzt für. Truhe, da, ich hab's. Okay, da würde ich sagen... Benötigt babam. Werkbank, ah. So, habe die Truhe, habe die Truhe, habe die Truhe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Stellst du mal 2 her? Geht das? Hast du genug? Weiß ich nicht. Ne, mir fehlt leider noch Holz. Alles klar, dann ich hab, genau. Oh, ein Amboss könnte ich auch herstellen. Ein Altar. Aha. Machen wir erstmal eine Truhe. Eins nach dem anderen. Ich würde sagen, so. Ein Amboss. So, die Truhe. Und ein Alter. Okay, das ist jetzt ja doof. Du kannst ja gar nicht... Ach so, okay. Das kannst du dann einfach rüber in die Truhe schieben. Okay. Weil mein ist nämlich jetzt hier alles full. Ich schiebe jetzt einfach mal rein, was ich nicht brauche. Gott, ich habe Haufen Schleifstein. Das wusste ich gar nicht. So, wie kann man da jetzt... Ach, man muss sie unten in den Inventar drin haben, oder was? Du gehst was reinschieben, oder was? Mhm. Du gehst einfach in Ach, das Ding nee, und, dann da. Gehst, und dann kannst du das oben reinziehen. Wunderbar. Okay, Moment, ich will mal was machen. B. Das wird mich noch ein bisschen beschäftigen, muss ich sagen. Und dann. Das ist mit dem Tasten, ja? Mhm. So, Ei, Wasser. So, ich stelle jetzt mal hier unseren Amboss hin. Ich wäre dafür, wenn wir hier unser Feld ein klein wenig erweitern. Okay, ich war sehr intelligent, indem ich den Amboss sehr blöd platziert habe, aber es geht noch. Zu früh gedrückt. Ach, ich drück immer wieder die falsche Taste. Das gibt's doch gar nicht. So, was können wir hier machen? Okay, ich glaube, das ist eher was hier für den Magen. Bitte wähle aus linke Seite ein Rezept Heilung. Okay. Ah, das sind Zaubersprüche oder so gedöns. Okay, Amboss. Ich habe, wie gesagt, unser Feld mal ein kleines bisschen erweitert. Mhm. So. Wir brauchen Kohle. Was? Ja, Kohle. Kohle. Portalstein mache ich mal hier rein. Rot, Rohrgrün,
Nimm das Smaragd. Ah ja, es tut mich auch. Oh, Kiste voll. Oh, cool. Du kannst doch meine mit benutzen. Was ist da, Dude, alles Schönes drin? Kann man diesen Amboss nochmal wegmachen? Bestimmt, wenn man den kaputt macht, ja. Ja, kannst du nochmal aus hinstellen. Ah, okay, geil. Du hast ja sogar einen Zaubertisch schon hergestellt. Warte mal, dann mache ich ja vorne das Lagerfeuer weg. Mhm. Und wo ist der Amboss jetzt? Den hab ich im Inventar gerade. Der ist bei mir reingespawnt. Irritierend. Ja, auch den Rest, ne, das bei dir rein. Was für ein Rest? Ach ne, hier ist der Rest. Boah, ich hau jetzt einfach mal hier rein alles, weil... Ja, ich denke, wie du fühlst. Hier sieht's noch. Oh, Kiste ist voll. Veredelter Holzblock, Holzblock. Okay. Hockerbett, Truhe, Schmelzofen, Altar, Truhe 2. Brauchen wir schon Eisenbachen für? Heieiei. Baut Edelstahl und andere närrische Blöcke effektiv ab. Okay. Ah, okay. Machen das jetzt anders. Und zwar Erdblock. Das habe ich jetzt wieder in der Kiste getan. Mhm. Was ich echt nice finde, dass man dann halt hier eben wirklich zusammenlevelt und so. Also das ist richtig. Der eine abhaut und der andere. Wie gesagt, ich erweitere hier ein bisschen unsere Wiese. Unser Vielleicht Feld. Machen wir den Baum weg. Unser schöner. Der schöne Baum. Warum machst du denn unsere Bäume weg? Weil ich sie hinten schön anpflanzen möchte. Ich möchte hinten einen kleinen Wald bauen. Kannst du ja wieder anpflanzen. Na gut, ich vertraue dir. Mach's besser nicht. So. Wird jetzt alles ein wenig erweitert hier. Oh, jetzt habe ich die Seeds weggerissen. Hm. Da. Pilze. So, hier machen wir noch ein paar, ja. Oh. Na, supi. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwo auch Kohle vielleicht herkriegen. Wahrscheinlich dann in den nächsten Portalabschnitt. Genau, denke ich auch. Dass wir dann Kupferbarren herstellen können, dass wir dann entsprechend besser werden. Ja, sicher, das wird schon alles werden. Bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Ich würde sagen, hier machen wir auch wirklich den Abschluss dann hin und machen das jetzt hier so rüber. Ach, ich habe jetzt natürlich einen hohen Zaun gemacht anstatt einen. Hm. Egal. Das spielt doch keine Rolle. So, und jetzt hätte ich gern. Jetzt war ich natürlich wieder so schlau und hab diesen. Ach, manchmal. Würde ich sagen. Machen wir hier noch eine Runde. Schon wieder nach Ritter an hier. So. Wunderbar. Aber ist voll cool, dieses Minecraft MMO-Style, das hat schon was. Hm, auf jeden Fall. Das ist sehr schön. So, nochmal drehen.
Okay, ich brauche noch ein bisschen was. Kosten? Ich brauche noch Zaun. Zahn? Zaun. Ich glaube, dazu brauchst du bestimmt Holz. Klingt irgendwie logisch. Krieg ich hier noch einen Herzinfarkt, ey. Ach, da oben ist er doch. Oh, wow. Hast du noch... Holz? Ja, Holz einstecken. Ich gucke, ich habe noch 10 Holz einstecken. Kannst du entweder... Eine Truhe? Ja. Also Holzscheitel, ne, meine ich. Okay, machen wir hier eine Seeds-Kiste, das klingt gut. So, dann packe ich das mal raus. Ist jetzt Holzscheitel rein? Ah, da. Genau. Oh cool, fast schon bald schon wieder Level 4 hier, ist der Wahnsinn. Zaun. Genau, das Inventar. Pilzsporen kommen da rein. Agave. Die machen wir hier drüben. Und die machen das Feuer machen wir mal raus. Ui, ui, oh. Wow! Schön Arsch, was sucht das hier in unserem Haus? Vogel ist so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Ja. So, B. Müssten wir eigentlich hinkommen mit dem Zaun, den wir jetzt haben. Das klingt aber nach einem Plan. Müssten wir eigentlich noch eine Kiste machen für Erz und Co.? Ich glaube, wir lassen das hier hinten den Eingang. Genau, so machen wir das. Truhe? Ist das noch Holz. Guck, jetzt hast du hier den Eingang zum Feld. Okay, so machen wir das. Das sieht doch gut aus. Gefalle mir. So, ich hätte es gern hell. So, ich mache jetzt einfach mal die Seeds wieder raus. Los. Dann machen wir hier. So. Oh, ist schon geerntet. Erntere? Hm? Ach nee, du machst komplette Seeds raus. So. Ja, ich ordne das ein bisschen mehr. Okay. Also bist du eher der ordentliche Typ, ja? Ja, definitiv. Hat sich aber ganz schön. Es kommen nur die Seeds raus zur Zeit. Aber das ist trotzdem komisch. Dass es noch gar nichts sich getan hat, weißt du? Das ist doof. Es ist halt die Frage, ob man irgendwie noch bewässern muss oder so. Wäre echt eine gut interessante Frage. Was ist denn, wenn das wirklich wie Minecraft ist und dass du wirklich, vielleicht Wasser dazwischen machen musst. Weil bei Minecraft, um Felder zu machen, musst du dazwischen am besten Wasser machen, dass diese Felder sich, dass diese, ja, die Felder sich heben, selbst bewässern. Okay. Oder geht das denn hier sowas überhaupt? Weiß ich nicht, ob man sich vielleicht hier einen Eimer oder so basteln kann. Dass man sich Wasser holen kann. Oh, ich mach gerade das Holz kaputt. Was? Oh, sehr schön. Na. Ah, mich nervt das gerade, dass es dunkel ist, echt. So, jetzt gehe ich mal in die Seeds-Kiste und hole mal die Seeds raus hier. Ich habe hier neben der Tür habe ich eine Erzkiste gebaut. Okay, schön. Für Erze, Portalsteine und so Gedöns. Also ist meine Tasche immer so voll. Okay, dann hole ich auch mal gleich die Erze mit raus. Und auch Quarz, denke ich mal, ne? Ich denke mal, das ganze genau. Smaragd und sowas. Okay, dann machen wir das so, weil dann tue ich die. Wo ist die Kiste da?
Gut, dann hau ich das hier mal in die Kiste. Achso, du hast schon drin. So, das sind die Kiste. Das sind die Kiste. Die Kiste ist komplett leer, okay. Ja, ich baue erstmal an und dann bauen wir das weiter. Yay. Marachbau, Busch angetan. Es wird hell. Achso, kann man denn einen Eimer bauen? Hast du mal geguckt? Nee, aber ich gucke einfach noch jetzt. Aber Zeit. So, was können wir bauen hier? Das sind die Blöcke. Bettstuhl, Hocke, Türzaun, hoher Zaun, Tisch, Holzfenster, Werkbank, Amboss, Truhe, Schmelzofen, Altar, Truhe 2. Also nicht. Brauchen wir Eisenbacher, um unsere Werkbank aufzumöbeln. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Setzlinge, gucke ich jetzt mir erstmal durch, was wir hier alles haben. Du lass mal hier rein, das brauchen wir alles nicht. Marakto. Okay, also wir haben ein Baumsetzling, den brauchen wir jetzt. Smaragdbaum, Weizen, genau das brauchen wir. Baumwolle, Agave. Immer schön bei Papa bleiben. Ach, ein Kaktus-Settling. Brauchen wir aber jetzt alles gar nicht. Smaragdbaum wollen wir nicht hinbauen. Baum nicht. Baum brauche ich denn hier. Baum tun wir woanders hinsetzen, ja genau. Okay, also ich habe jetzt hier Weizen. Weizen brauchen wir viel, denke ich mal. Ne? Das regeneriert halt Leben, ne? Wenn du es essen tust. Gut, tust du. Oh. Nimm doch langsam Gestalt an unsere Geschichte hier. Jo. Vor allem, wenn das ja doch noch eine Alpha ist, wie ich mich ehrlich gesagt gar nicht so fühle wie eine Alpha, bin ich mal gespannt, was sie noch alles hier reinflaschen wollen. Ja. Vielleicht neue Welten, Universen, sowas. Wie soll ich denn? Ich mach vier Reihen Weizen. Du bist der Bauer, der Farmer, du machst das schon. Okay. Bauen sie ganz weg. Ups. Ich höre die ganze Zeit Glock, kling, kling. Machst du irgendwas? Ich habe hier abgebaut, ja. Ja. Ein bisschen einebnen und so. So, hier haben wir 3 davon. Ach gut, wir haben noch mehr davon. Ich habe 2 Reihen bis zum Hausende hin. Oh, sehr schön. So. Bip, bip, bip. Okay. Okay. Pock. So, jetzt haben wir hier noch 27 von Baumwollsetzlingen. Die sind wichtig. Oh ja, ganz wichtig. So, was haben wir denn hier? Muss richtig aufpassen hier. Da würde ich sagen, die Baumwollsetzlinge, die setzen wir gleich hier vor.
Oh, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, da lassen wir doch mal selber machen. So, das haben wir mal eins frei. Hübsch, hübsch, Onkel. Boah. So, so, so. Ja. Wenn ich hier sitze, da kann ich nicht viel reden. Oh, hier ist es, Onkel. Ja, bitte? Es ist soweit. So lang soweit. Oh, na eben. Ja, liebe Freunde. Ich setze doch ganz schnell diese 6 Dinger hier weg. Genau. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und noch 1. Und so. Was habe ich denn hier noch? Agavensprossen. Ist es nicht auch hier gewesen? Boah. Agave war Wüste. Okay, aber unser Feld ist. Na gut, dann setzen wir die hier doch noch dazwischen. So. Weiß nicht, für was die gut sind. Kann man auch essen. Vielleicht können wir irgendwie was backen oder so. Jetzt haben wir die ganzen Setzlinge so weit weg. Ich würde sagen, weil Kaktus brauchen wir sowieso nicht. Okay, gut, dann. Ja. Genau. Ach, guck mal, geht genau auf. So, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und dann werden wir wahrscheinlich mal wieder zurückreisen, noch ein bisschen was holen und in das andere Portal vielleicht mal reingehen, um vielleicht noch ein bisschen was zu holen. Und ja, wie ihr seht, man erweitert sich von Portal zu Portal mit neuen Sachen und man kann sich dann eben hier aufbauen. Ich glaube, das ist, wird jetzt erstmal hier so ein bisschen unsere Bleibe werden, bis auf Weiteres. Ja. Und, genau. Ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht auf jeden Fall mega Fun mit Nero. Und, danke, dann kann ich nur zurückgehen. Ja, und dann würde ich sagen, bis denn, ciao. Tschüss.